Im April diesen Jahres 2020, am Höhepunkt, nein, es war letztendlich Ende März, am Höhepunkt der Krise, ist eine Firma auf mich zugekommen. Bist du schon digitalisiert? Wenn nicht, worauf wartest du? Hierzu mal kurz eine Geschichte von mir persönlich. Im April diesen Jahres 2020, am Höhepunkt, nein, es war letztendlich Ende März, am Höhepunkt der Krise, ist eine Firma auf mich zugekommen, die ich allerdings schon 3 Monate zuvor mal angeschrieben hatte, aber nichtsdestotrotz, am Höhepunkt der Krise, als der Shutdown begonnen hatte, in der gleichen Woche ist eine Firma auf mich zugekommen, hat mich gefragt, hat mich gebeten, ob ich mit ihr zusammenarbeiten wollen würde. Dann hatten wir erstmal 1 Monat Probezeit und dann Ende April hatten wir uns gemeinsam dazu entschieden, weitere 3 Monate miteinander zu arbeiten. Wie ist das möglich? Wo alle anderen auf Kurzarbeit gehen, wo alle anderen ja, um Hilfe ersuchen beim Staat, irgendwelche Helikoptergelder in Anspruch nehmen müssen, irgendwelche Subventionen von der kleinsten bis zur größten Firma, sei es Lufthansa, sei es der kleinste Mittelständler, der Einzelunternehmer oder auch der Angestellte, der auf Kurzarbeit gehen muss und eben nur noch einen Teil des ursprünglichen Gehalts erhält und vielleicht sogar danach nicht mehr wieder eingestellt wird und seine Raten nicht mehr bezahlen kann, seinen Immobilienkredit, Urlaub ist sowieso alles gestrichen. Gut, kann man jetzt auch nicht so viel machen. Man könnte jetzt nach Österreich fahren. Urlaub ist auch super schön hier. Überhaupt im Sommer muss man auch Deutschland oder Österreich oder auch Schweiz reicht vollkommen aus, meiner Meinung nach. Da muss man nicht unbedingt nach Mallorca. Aber auch da kann man wieder hin in ein paar Wochen. Und das alles ist dann finanziell nicht mehr möglich, weil eine Sache nicht stattgefunden hat. Du hast dich nicht digitalisiert. Du hast dich mit dem Thema Digitalisierung noch nicht auseinandergesetzt. Und das eine darf ich dir versprechen, wenn du es jetzt nicht tust, dann wirst du es früher oder später bereuen. Und all diejenigen, die sagen, ich brauche den ganzen Schmarrn nicht. Ich habe genau an dieser Stelle hier, wo ich jetzt sitze, an diesem kleinen Bach, mit einem Haufen fetter Forellen da drin, hier sitze ich immer ganz gerne und chill ein paar Minuten am Wochenende. Genau hier habe ich vor 2 Tagen zufällig einen alten Schulfreund, der hier genau um die Ecke wohnt, 50 Meter von hier, aus der Realschulzeit. Das heißt, zu einer Zeit, wo ich 16, 17, 15 Jahre alt war, wieder getroffen und habe ihn gefragt, ob wir uns in Kontakt bleiben wollen und ob er Facebook hat. Und darauf antwortete er mir, ach, ich habe noch nie Facebook benutzt. Also der ist ungefähr ein Jahr jünger wie ich und hat sich noch nie mit dem Thema Internet wirklich auseinandergesetzt. Noch verdient er Geld. Er hat einen Kredit abzubezahlen, hat er mir erzählt. Also die Wohnung, in der er jetzt gerade wohnt, hat er auch noch gut gekauft, 2012. Aber er hat auch eine Mutter, die noch sichere Mietpreisgrenze hat, zugesichert für die nächsten 10 Jahre. Aber es steht auch da auf wackeligen Beinen und es ist einfach keine Option mehr, sich mit dem Thema Digitalisierung und Internet nicht auseinanderzusetzen. Auch wenn du 40 Jahre alt bist, ist es nie zu spät. Und vor allen Dingen, ich möchte hier mal so die Bundeskanzler Merkel zitieren, es ist einfach alternativlos. Wenn du jetzt noch keine, sagen wir mal, 70 oder 80 Jahre alt bist, und selbst dann kannst du dich noch mit dem Internet auseinandersetzen, wie es meine Eltern zum Beispiel tun. Ja, die sind jetzt 80 Jahre alt geworden, vor kurzem. Und selbst die bemühen sich, selbst die fragen mich immer wieder, hey Thomas, wie geht das und das mit WhatsApp, wie geht das und das mit Smartphones? Also, wenn du 40 und älter bist und steht überhaupt nichts im Wege, dich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und du tust es nur für dich und investier einfach ein bisschen was. Zeit und Energie und vielleicht auch Geld. Leg einfach 100 Euro
in ein Sparkonto für Fortbildung und Weiterbildung zurück. Und vieles wirst du sogar subventioniert in unserem System. Viele Fortbildungen, wenn du Angestellter bist, frage einfach deinen Arbeitgeber, ob er dich auf irgendeine Fortbildung weiterschickt. Und wenn du selbstständig bist, kannst du es absetzen. Das heißt, dich kostet alles nur die Hälfte netto ohne Mehrwertsteuer. Und mach einfach irgendwas. Und noch einen Punkt, einen Ratschlag: Perfektionismus. Wir in Deutschland, wir leiden unfassbar stark unter dem Zwang, alles perfekt machen zu wollen. Und das rührt einfach aus unserer Geschichte und aus unserer Kultur heraus, dass wir einfach eine Ingenieurskultur haben, weniger eine Marketing-, kreative Kultur, Vertriebskultur oder, ich würde mal sagen, in erster Linie haben wir eine Ingenieurskultur in Deutschland sehr stark und sind damit auch sehr gut gefahren, in der Vergangenheit zumindest. Und als zweites haben wir vielleicht eine Zahlenkultur, also alles sehr stark, strikt, streng nach Zahlen. Also wir haben, glaube ich, im Verhältnis zur Bevölkerung die meisten Steuerberater und Finanzberater, ich glaube, weltweit. Das hängt auch mit unseren komplizierten Gesetzen zusammen, aber nichtsdestotrotz. Aber viele von denen werden sich auch umschauen müssen, und wenn die wachen jetzt auch langsam auf, und letztendlich gilt es aber für alle Bürger, für alle Angestellten, für alle Leute, für alle Menschen, egal welchen Alters. Schau, dass du dich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt. Ich spreche hier quasi von der Metaebene heraus, und dann in meinem Fall ist es halt so, ich kenne mich halt mit Software aus, mit E-Shop-Entwicklung und so weiter. Und mit vielen anderen Dingen, IT-Security, das hängt natürlich auch mit E-Shop-Entwicklung zusammen, weil man E-Shops natürlich auch sicher machen muss, dass sie nicht gehackt werden und so weiter. Aber egal, was du letztendlich tust. Und dann kann es passieren, dass dir inmitten eines Shutdowns, inmitten einer Krise, in einer Krise, die seit 1930, also die stärkste Krise seit 1930 oder des Jahrhunderts, eine Firma auf dich zukommt und mit dir einen Vertrag unterschreibt, wo du ohne weiteres deine Miete und deine Kosten, laufenden Kosten weiterzahlen kannst, eventuell deine Angestellten, und ohne dass du jetzt wirklich schlaflose Nächte haben musst und nicht weißt oder abhängig bist von irgendwelchen Subventionen und Staat und die dann sowieso wieder zurückzahlen musst, auf die eine oder andere Art und Weise, direkt oder indirekt. Wir müssen alles, was wir vom Staat bekommen, müssen wir irgendwo zurückzahlen. Und wenn wir es nur über indirekt über Steuern machen müssen, und wenn es einfach nur Kredite sind, dann müssen wir es einfach direkt wieder zurückzahlen, egal wie, nichts ist umsonst. Also schau, dass du dich weiterbildest und dass du das Thema Digitalisierung ernst nimmst und nicht so wie mein uralter Schulfreund, den ich irgendwie 20 Jahre nicht gesehen hatte, und sagt, naja, das interessiert mich alles nicht. Und es könnte sein, dass du es eines Tages bereust. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall das Beste und schau, dass du möglichst dich mit diesen Themen befasst. Und wenn du irgendwelche Fragen dazu haben solltest, ich kenne ja deine Situation nicht, weil dieses Video geht ja auf YouTube, ne? Das kann theoretisch jeder anschauen. Und ich weiß ja nicht, wer du jetzt gerade bist, der das jetzt gerade anschaut. Und wenn du in einer bestimmten Situation bist und dazu Fragen hast und nicht weiter weißt oder einfach irgendwas machen möchtest, aber nicht weißt, wo du anfangen sollst, vielleicht kann ich dir ein paar Tipps geben, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nur, ob ich dir Tipps geben kann oder nicht oder weiterhelfen kann oder nicht, wenn du mir eben diese Fragen stellst. Am besten hier unten in die Kommentare rein, dann sehen es auch alle anderen und können vielleicht auch daraus lernen. Und dann beantworte ich diese Fragen nach Möglichkeit. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, ja, toi toi toi. Und schau, dass du dich mit den richtigen Dingen befasst. Wir alle haben nur 24 Stunden am Tag. Nichtsdestotrotz sind 24 Stunden eine Menge Zeit. Ja, wenn wir sie richtig einteilen, wenn wir sie richtig nutzen, es ist eine Menge Zeit. Ja, die meisten nutzen sie eben nicht richtig. Und ich schaue auch ab und zu Netflix, und Netflix macht süchtig. Und was lernen wir wiederum daraus? Auch Netflix ist eine Erscheinung, ein Resultat der Digitalisierung. Ja?
und deren Erfolg. Also auch wieder mal ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, dass du dich persönlich auch mit dem Thema befasst. Also nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und tschüss.